Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Merlin Plays Sky Factory 4. Ja, wir haben ja gestern das neue Pack angefangen. Was heißt gestern? Ich bin mir nicht ganz sicher, in welcher Reihenfolge, dass ich die Folgen hochladen werde, aber es kann gut sein, dass ich jeden Tag eine hochlade. Genau, und haben ja Sky Factory 4 angefangen vom guten D'Acosto. Wir haben festgestellt, es gibt einiges an Bäumen. Es hat auch das Regnen zum Schluss angefangen und wir haben auch das Glück gehabt, wir haben tatsächlich schon mal mindestens zwei Barrels voll Wasser. Hier haben wir auch noch ein bisschen Wasser, ich weiß nicht, wie viel das ist. Aber hier steht auch 4 von 4 Bottles, 1 von 4, 2 von 4. Vielleicht können wir da auch noch mal ein Wassereimer zusammenbringen. Dafür brauchen wir allerdings erst Bottles, dafür brauchen wir Glas. Und dann kommen wir auch schon wieder in die Richtung, in die wir eigentlich gehen sollten. Aber vorher, uns fehlen ja noch die restlichen drei Bonsai-Pots. Wie gesagt, ich habe nur abgewartet, bis der Regen vorbei ist, habe die das Clay durchgeschmolzen, ein bisschen Dreckbäume gefarmt und mehr auch nicht. So, jetzt holen wir uns noch ein paar Clay Saplings, würde ich sagen. Ich denke, wir bauen jetzt einfach mal, wie wir gesagt haben, ganz stur erst einmal Clay Saplings an und dann machen wir alle weg und bauen andere an. Ich denke, so ist am vernünftigsten. Gut, wir machen gleich wieder weiter in der Quest, denn wir sollen machen einen Bone Sapling, einen Gravel Sapling, Cottonwood Sapling, Sand Sapling. Also fangen wir mal an mit Bone oder Gravel. Fangen wir mal bei Bone Sapling. Okay, und da haben wir das Problem, wir brauchen Bone Meal. Wie bekommen wir denn Bone Meal? Ah ja. Okay. Gravel mit einem Bottle Wasser in ein Cauldron. Das ist doch schon mal ein interessanter Ansatz. Sprich doch keine Mobfarm. Grindstone mit einem Pferd außen rum. Gut, da wir jetzt kein Pferd haben. Wobei, das ist vielleicht sogar noch ein vernünftigerer Ansatz. Ja, wobei, da brauchen wir ein Dirt für ein Bone Meal. Hier brauchen wir ein Gravel für drei Bone Meal. So, jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Matt? Okay, da können wir so einen Oak Sapling, da können wir Dirt Saplings machen. Jungle Sapling brauchen wir jetzt nicht. Grasblock. Okay, das wäre vielleicht interessant, aber ich fürchte, wir gehen, glaube ich, den falschen Weg. Ich glaube, mit Gravel Sapling ist leichter. Ich habe nur mal kurz durchgeschaut, wie es weitergeht, und habe eben gesehen, Gravel Acorn. Das bekommen wir, indem wir ein Petrified Acorn im Crushing Tub durchstampfen. Okay, dann machen wir das doch. Ich schmeiße mal das ganze Zeug wieder raus. Schauen wir mal, Petrified Acorn haben wir ein paar. Jetzt haben wir da Wasser drin. Das aber blöd. Ist die Frage, geht das da raus? Ja, nein, vielleicht. Natürlich auch doof, dass man hier keinerlei Anzeige hat, wie viel da drinnen ist. Ich möchte natürlich das Wasser jetzt auch. Wobei wir haben unsere zwei. Wir haben genügend Wasser. Sprich, wir werden uns jetzt gleich als erste Mal eine unendliche Wasserquelle bauen. Bevor ich das wieder verbock. Weil darin bin ich Profi. So, wo machen wir das? Ich denke, wir bauen es jetzt ganz stupide einfach hier dahinter. Ja, das klingt nach einem Plan. So, und das daher. Und schon haben wir unser Wasser. Okay, dann brauchen wir uns um das nicht mehr kümmern. Sprich, wir reißen es ab und bauen es irgendwo auf, wo es ein bisschen sinnvoller ist. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, immer zu schauen. Jetzt weiß ich nicht, F7 an oder aus. Okay, schaut aber gut aus. So, wir bauen das jetzt ins Eck. Das geht. Schmeißen da 10 von denen rein. Viel haben wir jetzt? 9 Stück. Okay, wahrscheinlich hätte man nur 8 gebraucht, denke ich. Ja, genau so ist es. Clay Sapling ist der falsche. Wir brauchen einen Petrified Sapling. Genau, und
Nebenbei dürfen wir nicht vergessen, immer mal wieder abzumernten. So. Gravel. Petrified. Gravel Sapling. Genau, die vermehren wir uns jetzt gleich einmal zur Sicherheit. Sehr schön. Genau, dann würde ich sagen, kann man eigentlich noch ein, zwei Mal die hier abernten. Sollte gleich wieder so fertig sein. Und dann könnte man da eigentlich schon mal umswitchen zu Stein oder Dirt. Ich würde das. Gute Frage. Gute Frage. Vielleicht erst einmal. Vielleicht sogar gemischt. Vielleicht sogar doch gemischt. Vielleicht zwei Dirt und der Rest Stein. So. Okay, wir haben schon 9 Gravel Saplings. Sehr schön. Dann geht's als nächster weiter, glaube ich, mit dem. Haben wir's? Sand Sapling. Genau, dann können wir nämlich. Ja gut, dann können wir Glas machen, das ich eigentlich benutzen wollte für die Cauldrons, ist aber jetzt nutzlos. Okay, dann muss ein neuer Plan her. Oder wir machen es einfach der Reihe nach durch. Ja, ich denke, das ist das Vernünftigste. Der Reihe nach, da haben wir eben Sand auch gehabt. Genau, das mit dem Bacon habe ich noch nicht ganz verstanden, da muss ich erst schauen, wie das Ganze funktioniert. Also anscheinend kann man da mit Bacon, Soul Sand, Sand, alles mögliche machen, aber keine Ahnung. So, wie machen wir Sand? Aus Gravel, wir brauchen wieder 8 Stück. Haben wir noch nicht. Okay, dann bauen wir uns nochmal einen Baum an. Bitte, danke. Na. Genau, die Dirt Saplings müssen wir dringend auch anbauen, damit wir hier ein bisschen eine Nahrungsversorgung einmal haben. Wenn wir ständig am Verhungern sind. Okay, die müssen wir kurz reparieren. Also das ist eine Funktion. Absolut genial. Bin absolut begeistert von der eigentlich eine kleine Funktion, aber finde ich sehr schön. So, wir brauchen 8 Stück. Genau, und da haben wir auch schon den Sap drin, den wir. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Für irgendwas haben wir es auf jeden Fall gerade gebraucht, haben wir gesehen. Haben wir noch einen Petrified? Jawohl. Ah. Ich brauche andere Crafting Table. Mir geht es ganz massiv auf den Geist, dass das da immer rausfällt. Was ich natürlich vergessen habe zum Schauen. Mit diesem komischen Infinity-Stick am Anfang. Ob das wirklich geplant ist, dass der verschwindet? Ich bin mir immer noch nicht sicher. So, wie kriegen wir jetzt die da wieder raus? Muss man den abbauen? Vorher habe ich mal beim Abernten irgendwie aus Versehen sind die alle rausgeploppt. Warum auch immer. Und gleich nochmal schauen, wie das funktioniert hat. Ich habe es vorher mit einer kaputten Axt abgeerntet. Eventuell mal mit einem Item probieren. Okay, bei uns Zeppelin geht's weiter. Craft a Cobblestone Mudbug. Ein Schlammeimer soll man machen. Und mit dem können wir ein Schwein füttern. Um es in eine Resource Hog zu verwandeln. Okay. Was auch immer. Ja, warum auch nicht? Achso, der ist noch gar nicht fertig. Dann schauen wir noch mal kurz. Also, das nächste war Bone Sapling. So, Bone Sapling. Wie bekommen wir Bone Meal? Bone Meal, da war irgendwo das Rezept. Da kommt auch Matt raus. Ah ja, genau, das war mit Dirt. Ah ja. Ja gut, aber Gravel. Okay, aber da bekommen wir 3 raus. Dafür brauchen wir Bottle. Ah ja, okay. Es kommt alles zusammen.
Also, wenn jemand einen Trick kennt, wie man das rausbekommt, ohne dass man es zerstört, wäre ich sehr dankbar. Denn wie wir sehen, ich weiß es leider nicht. Und irgendwie, ja, oder es war ein Bug vorher. Dass das durch irgendwie durch einen Bug bloß rausgeploppt ist. Wäre aber natürlich anders deutlich schöner. Ja, jetzt ist die Frage. Doch lauter verschiedene bauen. Na, ich bin immer nur der Meinung, es ist vernünftiger. Ihr merkt schon, ich bin absolut schlüssig, was ich machen soll. Ich denke, wir machen uns erst einmal ein bisschen an Sand noch, dass wir Bottles machen können, dass wir mit den Bottles das Wasser umschöpfen können, damit wir hier Bonemeal machen können. Genau, so war der Plan. Aus Gravel. Ja, super, dafür brauchen wir wieder Gravel. Aber wir haben ein Gravel Tree, also sollte das kein Problem sein, hoffentlich. Nickel einbar. Okay. Machen wir daraus. Nickel, sehr schön. Wir haben Nickel. Bringt uns gar nichts, aber wir haben Nickel. Okay, brauchen noch ein drittes Glas. Ja, wir müssen schauen, dass wir dringendst zu Eisen kommen und dann eben den Hopping Bonsai bauen können. Aber ich denke, sollte jetzt eigentlich recht zügig funktionieren. Wir weiterkommen. So, haben wir jetzt vielleicht unser drittes Glas? Sehr schön, Dankeschön. Ab in den Ofen und währenddessen können wir uns schon mal um das Gravel kümmern. Wie man sieht, schauen die Bäume alle sehr ähnlich aus. Naja, und wir brauchen dringend auch wieder was zum Essen. Na gut, kann man die anderen eigentlich auch braten? Ah, man kann die auch braten. Okay, dann nehmen wir nicht die, sondern lieber die. Weiß jetzt nicht, ob das ein Fehler war. Schauen wir nochmal kurz. Na, die sollten alle gleich viel bringen. Wunderbar. Oh ja. So, da bräuchte man jetzt jemanden. Dankeschön. Der mir mitten ins Gesicht wächst. Na, der ständig diese Bäume abjätet im Hintergrund. Aber okay. So. Jetzt ist die Frage, wie schaut denn Gravel jetzt aus? Gravel ist so rötlich, okay. Gravel Amber. Also das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Das sollte aber eigentlich auch schon reichen. Wir haben ja die drei Glas, sprich wir können uns jetzt da Bottles bauen. Sehr schön. Genau. Wobei. Es war, glaube ich, sogar noch im Cauldron. Ja, tatsächlich. Und? Wir haben Bone Meal. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Dann können wir schon wieder den nächsten Sapling bauen. Perfekt. Ah ja, wieder abernten nicht vergessen. Ich wollte eigentlich nur da. Dankeschön. Okay, keine Kohle mehr. Das können wir ändern. Kohle haben wir zur Genüge. Was, da gehen nur 32 Stück rein? Okay.
Also wir sollten es vielleicht auch essen gehen, wenn wir es schon machen. Wachse, wachse, kleiner Baum. Ja, also, Entschuldigung, ich höre schon auf zum Singen, keine Sorge. Keine Sorge, ist schon wieder vorbei. So, wo haben wir es denn hier? Bone Sapling, sehr schön. Genau, am Anfang immer gleich ein bisschen vermehren, dass wir ein bisschen Sicherheitsvorrat haben. So, was mache ich da drin? Was wollte ich? Unklar. Unklar reparieren. Was wir aber definitiv jetzt als nächstes brauchen, ist ein bisschen mehr Aufbewahrungsplatz. Sprich, wir bauen uns hier nochmal ein paar Chests. Bauen wir vielleicht auch hier einen Rand her. Sehr schön. Okay, dann können wir schon mal alles, was mit Bäumen zu tun hat, in die eine Kiste packen. Okay, aber nicht die Endprodukte, sondern nur die Saplings und die Acorns. Okay. Dann hier das gleiche nochmal. Gleich von Anfang an versuchen, ein kleines bisschen Ordnung zu behalten. Okay, Holz kommt oben rein und Baumaterialien. Das kommt da rein. Sehr schön. Okay. Können wir gleich mal wieder was essen. Und dann schauen wir weiter ins Questbook. Nachdem wir erst mal 100 Stücke gegessen haben. So, ein Cottonwood Sapling soll man machen. Genau, das war das, das war das. Ah ja, und der Cobblestone Generator. Ah ja, genau, deswegen sammelt man ja jetzt hier die Steine ein. Okay, aber während die Bäume noch fleißig am Arbeiten sind, könnte man ja schon mal nach dem Cottonwood Sapling schauen. Ernsthaft? Ein Jungle Tree Sapling? Und Cottonwood Ahorns. Und die kriegen wir nur davon. Das heißt, wir sollen dieses Rezept machen. Aha, okay. Gut, das heißt, wir brauchen zwei Jungle Sapling, einen zum Trocknen. Und Jungle Sapling, die haben wir schon gesehen, die bekommt man mit dem mit dem Clay Sapling. Okay. Das klingt schaffbar. Sollte. Hätte gedacht, dass so funktionieren sollte. Okay, anscheinend viel zu wenig. Wir brauchen einen Eimer Wasser und ein Dirt. Dann machen wir es auf dem Weg. Auch kein Problem. Ein Dirt haben wir ja noch gehabt. Ich vergesse immer, die blöden Bäume abzumernen. Wie bekomme ich das jetzt da raus? Bitte, danke. Entschuldigung, aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Geht es so?
Ah ja, das geht so. Okay. Also man kriegt es gar nicht raus. Können wir schon mal schauen, ob wir vielleicht ein bisschen weiteres ein Dirt und ein Cobblestone. Okay, ja. Ich werde das Gefühl nicht los. Wir brauchen dringend Eisen. Aber erst einmal brauche ich mir jetzt endlich um einen vernünftigen Crafting-Table, weil der gibt mir sowas von auf den Zeiger, dass der das immer rausschmeißt. So, da kommt das rein. Drei Bone Meal und Beins. Eins, zwei, drei. Und Beins. Man könnte jetzt überlegen, ob man es vielleicht vermehrt. Aber egal. Die waren so leicht zu machen. Da lassen wir uns jetzt nicht aufhalten davon. Ja, und dann denke ich, haben wir auch schon alle Basic Saplings durch. Wenn jetzt der vielleicht noch wachsen würde, dann. Das ist ja jetzt nicht zu nah, oder? Ernsthaft? Nein, denke mir schon. Werden die Bäume ein bisschen gar schnell beleidigt. So, Cottonwood Sapling am Start. Genau, das ganze Saplingszeug kommt da raus. Das Zeug kommt da oben rein, da rein, da rein, da rein. Genau, das Holz lassen wir mal am Mann. Okay, dann schauen wir weiter. Naja, gut, es geht weiter mit Bäumen. Und da wollen wir hin. Iron. Iron Sapling. Genau, da wollen wir hin. Aber vorher sollten wir uns vielleicht, obwohl, naja, der Cobblestone Generator, das ist eigentlich nur Wartezeit. Das Einzige, was wir noch machen könnten, oder auch nicht, nein, können wir wahrscheinlich nicht machen, weil wir wahrscheinlich nicht genügend Steine haben. Wobei, das ist schon einiges zusammengekommen. Da haben wir 5. Ja, mal, vielleicht können wir sogar noch einen machen. Nein, geht nicht. 5, 6 Stück, das sollte doch eigentlich reichen. Ja, genau, wir brauchen noch ein Glas und einen zweiten Eimer. Ja, okay, nein, wir brauchen noch viermal Stein für Lava und ein. Heißt doch immer Crucible. Oder gibt es den hier nicht? Unfired? Claybearer? Claybearer with a capacity of 6 buckets. Aber das müsste eigentlich das sein. Oder habe ich jetzt da irgendwas falsch im Kopf? Cauldron. Okay. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es mit diesem Clay-Ding auch funktionieren sollte. Egal, das probieren wir jetzt einfach. Brauchen das Clay und Clay und mehr
Bone Meal. Bone, Bone. Okay, das können wir klein craften. Das können wir klein schlagen. Wie gesagt, im schlimmsten Fall verschwemmt man bloß ein bisschen was. Ich denke, das ist nicht so schlimm. Sieben Stück. Da auch sieben Stück. Okay, das war definitiv zu viel. Und das Rezept geht anders. Okay, das war definitiv zu viel. Aber dann können wir das später aufheben für die Porzellan Smeltery oder was, wie auch immer das heißt. Ich glaube, das sollte auch mit dem funktionieren. Genau. Channel. Oder auch nicht. Egal. So, dann brauchen wir noch eine Fackel. Okay. Machen wir es hierher. Da kommen jetzt Steine rein. Na super. Den kann ich nicht abbauen. Danke fürs Gespräch. Danke fürs Gespräch. Mehr sage ich da nicht. Habe ich das wirklich so falsch im Kopf? Die Frage ist, was macht man dann mit diesem Barrel? Okay, man kann es einfärben. Ja, sechs Eimer. Aber was macht man damit? Okay. Okay, mein Fehler. Es ist nur zum Speichern. Naja, okay. Habe ich wieder was gelernt. Alles gut. Irgendwie muss man es ja lernen. Wenn nicht aus Fehlern, wie dann? So, jetzt haben wir natürlich den Fehler gemacht. Das gehört nicht da rein. Das ist eher schon hier. Okay, aber das Wichtigste, wir haben keinen Stein verloren. Die Folge ist leider auch schon wieder viel zu lange geworden. Und ich habe schon wieder was gesehen. Das mache ich jetzt noch schnell. Jetzt ist auch schon wurscht. Wie wir in Bayern sagen. So, aber jetzt. Gut. Ja, war die zweite Folge leider wieder genauso chaotisch wie die erste. Wie gesagt, aber wir lernen hier gemeinsam, wir schauen uns das Pack gemeinsam an. Ich habe nur am Anfang erst ein paar Minuten ein bisschen gespickt, wie es losgeht, aber jetzt weiß ich genauso viel wie ihr. Wahrscheinlich wisst ihr sogar mehr als ich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei warst und sage auf jeden Fall danke. Wie immer gerne bitte abonnieren, bewerten, kommentieren, würde ich mich sehr darüber freuen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.